Schlagzeilen, aber sie können auch anders. Tobias Mayer und Moritz Wacker haben mit den Hells Angels und ziemlich viel nackte Haut gefeiert und das völlig friedlich. Von überall aus der Welt waren sie gekommen, die Brüder und Schwestern der Hells Angels, um es am vergangenen Wochenende in der Gottmardinger Teilgemeinde Ebring mal wieder so richtig krachen zu lassen. Anlass zur Party gab es gleich mehrfach. So galt es, zwei 40. Geburtstage zu zelebrieren, zwei neue Brüder in die Gemeinschaft aufzunehmen und ein 5-jähriges Mitglied zu feiern. Wenn ein Hells Angel Anniversary hat, wenn ein Hells Angel Geburtstag hat und dementsprechend zur Party lädt, dann ist das eine Sache von Respekt und Ehre, einfach daran teilzuhaben. Wir haben hier heute Brüder nahezu aus der ganzen Welt. Wir haben hier Brüder aus New York, wir haben hier Brüder aus Südafrika hier, aus Italien, von Österreich, aus der Schweiz natürlich. Oder direkt hier um die Ecke rum, aus Köln, aus Konstanz, aus Hamburg. Alles vertreten. Und gefeiert wurde heftig. Neben einer Lasershow und zahlreichen anderen Highlights zogen besonders die heißen Go-Go-Girls die Blicke der freiheitsliebenden Brüder und Schwestern auf sich. Alle genossen das ungezwungene Miteinander. Der Spirit der Hells Angels war an diesem Abend deutlich zu spüren. Der Hells Angel Motorcycle Club basiert auf 4 Werte: Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Respekt und Freiheit. Und das Gute, das Attraktive würde ich mal darin sehen, dass egal wo man hinkommt, egal wo man Hells Angel trifft, ob das wie gesagt in Moskau ist oder in Australien oder hier um die Ecke, man fühlt sich immer wie zu Hause. Die Party, organisiert von den singenden Hells Angels, verlief in entspannter und ausgelassener Atmosphäre. Nichts zu sehen und zu spüren von den angeblich so harten Bikern, die sich wilde Bandenkriege liefern und immer wieder für negative Schlagzeilen sorgen. Ja, es wird doch so einiges über uns erzählt, aber das Wenigste, denke ich mal, ist eigentlich Wahres dran. Man muss uns einfach kennenlernen. Man muss definitiv sehen, wie wir sind. Man muss mit uns reden. Und dann, denke ich, doch hat man nach dem Gespräch, nachdem man irgendwann mal miteinander gefeiert hat, eine ganz andere Meinung. Eines jedoch hatte man vermisst beim Hells Angels-Treffen in Ebring. Nur vereinzelt waren die Mitglieder bei minus 3 Grad mit ihrer Harley-Davidson angereist. Der Rest wählte lieber den bequemen und warmen Weg und kam mit dem Auto.